FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Wir wollen heute beginnen auf die Herkunft des linken Antisemitismus, nicht nach 1967, das hatten wir schon angedeutet, sondern weitaus früher einzugehen. Selbst die Geschichte des sogenannten Marxismus ist hierbei komplizierter, selbst dann, wenn man das Identitätsdenken und Systemdenken, wie es etwa von Lenin vertreten wurde, zum Ausgangspunkt nähme. Da kommen ja immerhin, so heißt die Schrift ja auch, drei Quellen des Marxismus vor. Ziemlich am Anfang der Schrift finden wir ein Zitat, das als wunderbaren Beleg dienen kann, was mit der Verheiligung von Schriften so angerichtet werden kann. Zeitweilig galt es für manche ja auch tatsächlich, dass ein Tatbestand in der Welt richtig erkannt sei, wenn man sie auf Sätze, die sich bei Marx finden, zurückführen kann. Etwas, was man bei Marx selber schwerlich finden kann, da er gegen eine Auffassung, hier ist die Wahrheit, knie nieder, zum Beispiel in einem Brief in Ruge ja polemisiert hatte. Dort hieß es, es hindert uns also nichts, unsere Kritik an der Kritik der Politik, an die Parteinahme in der Politik, also an wirkliche Kämpfe anzuknüpfen und mit ihnen zu identifizieren. Wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen. Hier ist die Wahrheit, hier knie nieder. Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien. Wir sagen ihr nicht, lass ab von deinen Kämpfen. Sie sind dummes Zeugs. Wir wollen dir die wahre Parole des Kampfes zuschreien. Wir zeigen ihr nur, warum sie eigentlich kämpft, und das Bewusstsein ist eine Sache, die sie sich aneignen muss, wenn sie auch nicht will. Die Reform des Bewusstseins besteht nur darin, dass man die Welt ihr Bewusstsein innewerden lässt, dass man sie aus dem Traum über sich selbst aufweckt, dass man ihre eigenen Aktionen ihr erklärt. Unser ganzer Zweck kann in nichts anderem bestehen, wie dies auch bei Feuerbachs Kritik der Religion der Fall ist, als dass die religiösen und politischen Fragen in die selbstbewusste menschliche Form gebracht werden. Die stammt vom jungen Marx 1844 und zeugt davon, dass Marx von Anfang an nicht so dogmatisch war, wie er aus dem Lichte seiner späteren Interpreten scheint. Aber das soll hier an dieser Stelle nur ein gewolltes Abfallprodukt sein, um die Momente von Antisemitismus, wie er immer mitschwang, längst bevor von Antisemitismus als Wort etwas bekannt war, zu thematisieren. Es soll uns ja um die Dialektik von bürgerlicher und proletarischer Revolution bzw. die Ethnisierung des Judentums in der Phase von 1782 bis 1848 gehen, aber auch des Versuches, aus dem Judentum eine Religion zu machen, also die Religionisierung des Judentums gehen. Dass das eine so neue Erscheinung in der Geschichte des Judentums ist, wird in der Diskussion leicht verdrängt oder verleugnet. Aber wichtig wird das ja allein schon wegen des Problems der Transformation des religiösen Judenhasses in einen ethnisch begründeten Judenhass im Sinne des modernen Antisemitismus. Beleuchtet werden soll ja auch beim linken Antisemitismus, wie dessen antisemitischen Tickets historisch zustande kam, schon im 19. Jahrhundert. So hatten wir ja des Öfteren an Quellen festgemacht. Hatte man Judentum als Religion ausgeschlossen vom Judenhasse? Eine Argumentation, die im politischen Antisemitismus, also dem Antizionismus, auch des Öfteren vorkommt. Man hätte nur was gegen Zionisten, aber doch nichts gegen Juden. Anlass dieser Serie über linken Antisemitismus war allerdings 2014 eine Situation, wo nicht nur in Deutschland auf den Straßen Juden ins Gas geschickt werden sollten, die Arbeit aber an die Hamas delegiert werden sollte. Die 25% arabische Bevölkerung Israels ist allerdings nur selten gemeint, wenn jemand sich als Israel-Kritiker bezeichnet. Das kommt vor, wenn jene als Kollaborateure gebrandmarkt werden sollen. In die heute zu diskutierende Zeit fällt auch die Damaskus-Affäre im Februar 1840, wo ja Bezichtigungen des traditionellen Antisemitismus oder traditionellen Judenhasses aus dem christlichen Bereich ein beliebtes Exportprodukt aus Europa war oder
wenn man es aus der anderen Richtung betrachtet, ein Importprodukt im Orient. Nun doch mal zurück nach Europa und zur Geschichte des Marxismus bzw. der Linken oder des Linksradikalismus, wie man will, in der ja auch die sogenannte Judenfrage eine Rolle spielte. Es macht ja auch so eine Art masochistisches Vergnügen, mal Lenin zu zitieren, der 1903 in drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus schreibt: Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch. Sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung, die sich mit keinerlei Aberglauben, keinerlei Reaktion, keinerlei Verteidigung bürgerlicher Knechtung vereinbaren lässt. Sie ist die rechtmäßige Erbin des Besten, was die Menschheit im 19. Jahrhundert in Gestalt der deutschen Philosophie, der englischen Ökonomie und des französischen Sozialismus hervorgebracht hat. Auf diese drei Quellen und gleichzeitigen Bestandteile des Marxismus wollen wir denn auch kurz eingehen. Das tut Lenin dann in der Schrift. Wenn man nicht nur die MEW, also Marx-Engels-Werke, die blauen Bände, die berühmten, sondern auch die Mega, die Marx-Engels-Gesamtausgabe, sich anguckt, ist das mit der geschlossenen Weltanschauung allerdings nicht so weit her. Allein, wenn man bedenkt, was Marx alles exerpiert hat und angeeignet hat, und auch weil sein Werk ein Torso ist. Gerade mal der erste Band des Kapitals, zweite Auflage, hat er fertiggestellt. Den zweiten und dritten Band gibt es gar nicht. Außer eine mehr oder weniger sinnvolle Zusammenstellung seiner Fragmente Dietrich Engels. Und außer den drei Quellen gab es ja noch viele andere, bis hin zu naturwissenschaftsgeschichtliche, technisch-geschichtliche, ethnologische Studien und so weiter. Die ungeheure Komplexität des marxischen Denkens kann man ja auch am besten an den geschichtlichen und zivilisatorischen oder kulturellen Voraussetzungen sehen. Wobei ich die Lehre der zwei Kulturen hier nicht vertreten will, die Kultur und Zivilisation trennt, sondern sie als Einheit betrachte. Leider haben wir hier einen international divergenten Sprachgebrauch, sodass ich versuchen werde, jeweils mehr den Begriffsumfang und Inhalt anzugeben, wenn das entscheidend wird. Also als Schall und Rauch die Worte ja wie es heißt, sein sollen, zu produzieren. Aber die Quellen, die Lenin heraushebt, sind ja die französische Aufklärung und der Materialismus, also der utopische Sozialismus, die deutsche klassische Philosophie, damit sind solche Großdenker wie Kant, Fichte, Schelling und Hegel gemeint, und die englische politische Ökonomie. Alles das gilt es jetzt nicht zu referieren. In diese Zeit, wo Marx sich seine Schriften da aneignete, Sozialismus in Frankreich, fällt nun auch das Ringen um eine jüdische Moderne im 18. 19. Jahrhundert oder anders ausgedrückt ein Prozess der Modernisierung des Judentums. Hierbei befand sich das religiöse und das ethnische Moment in einer widersprüchlichen Einheit. Es entstanden noch im Rahmen der Konfessionalisierung verschiedene Richtungen, die auch heute noch eine Rolle spielen, wenn wir beispielsweise liberale, orthodoxe, konservative Strömungen und deren Mischform unterscheiden oder wenn gar von säkularem Judentum die Rede ist. Wie zum Beispiel Lawrence Silberstein da tut, wenn vom Verhältnis von Linkszionismus zur Religion die Rede ist. Man kann das auch noch heute Shlomo Sand, der vor einer neueren Erfindung des jüdischen Volkes spricht, bejagt scheinen, wie das der große Kenner jüdischer Geschichte Michael Brenner in der Welt vom 3. Juli 2010 ja auch tut. Dort schreibt Michael Brenner: Anders als man nach der Lektüre dieses Buches, also das Buch von Sand gemeint, Erfindung des jüdischen Volkes, vermuten könnte, braucht der Staat Israel keinen Nicht-Arier-Nachweis bis hin zu den biblischen Königen, um seine Existenz zu legitimieren. Der Staat Israel existiert, weil er über Jahrhunderte hinweg Menschen, die sich als Juden betrachteten, täglich für eine Rückkehr nach Zion beteten, weil einige Millionen Europäer im 19. Jahrhundert den Juden ihr Lebensrecht in Europa absprachen
und weil manche ihrer Kinder im 20. Jahrhundert diesen Plan systematisch und brutal umsetzten und niemand bereit war. Sands absurde These, die Juden seien eine Erfindung des Freundes von Karl Marx, Heinrich Grätz, und sie seien vorher schon und ursprünglich eine reine Religionsgemeinschaft gewesen, ist reichlich merkwürdig, wenn man bedenkt, dass erst im 19. Jahrhundert man begann, auf Nichtchristen den Begriff der Konfession anzuwenden. Für einen Historiker ist es dann schon eine reichliche ahistorische Vorgehensweise, ein überhistorisches Wesen des Judentums anzunehmen. In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand eine Gruppe der sogenannten Neuen Historiker mit einer Gegengeschichte gegen die offizielle Geschichtsschreibung, die mittlerweile obsolet ist, beziehungsweise auch ganz andere Auffassungen vertreten. Aber Sand ist da ja ziemlich absurd, wenn er alle möglichen antizionistischen Vorurteile bestätigt. Es hätte vor Grätz gar keine Vorstellung des Judentums als Abstammungsgemeinschaft gegeben. Richtiger wäre es ja umgekehrt, eher eine Konfessionalisierung oder Religionisierung als eine solche späte Erscheinung anzunehmen, was aber den Antizionisten dann ja gar nicht zu Pass käme, weil es dann ja auszuschließen ist, den Zionismus als eine von Anfang an rassistische und völkische Bewegung zu halluzinieren. Da ist es auch erst einmal davon auszugehen, dass man mehr von einem Wandel der Ethnizität bedingt durch die Konfessionalisierung sprechen sollte. Aufgemerkt, dies soll die verschwiegenen Voraussetzungen linken Antisemitismus, wie man das modisch nennt, dekonstruieren. Viele Argumente habe ich in der Dissertation Philipp Lenhards »Volk oder Religion? Die Entstehung moderner jüdischer Ethnizität« wiedergefunden, das mir gerade kürzlich in die Hände fiel, sodass ich da viele meiner Argumente nochmal nachschlagen konnte. Aber sein Doktorvater Michael Brenner, dessen Schriften ich jedem empfehlen kann, gehört auch zu den Hausgöttern in meinem Haus. Das heißt, sie befinden sich in meinem Regal. Was wichtig ist für das Judentum als das, was man heute Streitkultur nennt, ist das schon, wie das ja auch schon länger galt. Ich zitiere Shulamit Volkhoff, das jüdische Projekt der Moderne. Über Jahrhunderte hinweg waren die Juden in aschkenasische und sephardische Gemeinden geteilt und besonders in den ersteren hatten religiöse Fraktionen oft in bitteren Kampf miteinander gelegen. Trotzdem hatte sich unzweifelhaft auch im späten 18. Jahrhundert noch ein grundsätzliches Gefühl der Einheit und gemeinsamen Identität erhalten. Jahrzehntelang war es ein Hauptanliegen des Reformjudentums gewesen, diese Identität zugunsten einer neuen Identifikation mit den jeweiligen Nationalstaaten und Gesellschaften zu schwächen. Identität ist ein Wort, wie mal Detlef Clausen erwähnte, vor einigen Jahren noch falsch geschrieben hätte werden können, ohne dass die Korrektur dies überhaupt bemerkte. Man sollte es wirklich vorsichtig verwenden, zumal ja heute Rechtsextreme sich mittlerweile auch Identitäre nennen. Es ist ein vielschichtiger Begriff. Identitäten sind komplexe Sachverhalte und bringen komplexe Dinge zutage, wenn man sie näher analysiert. Auch gibt es jeweils von wenigen produzierte Leitgedanken oder Begriffe, die eine jeweilige Zeit in Gedanken fassen, wie Hegel das mal nannte. Es kann Tradition bedeuten, eine Reflexion auf eine für selbstverständlich gehaltene soziale Ordnung und gleichzeitig auch eine individuelle Umdeutung des Allgemeinen, jedenfalls im Umbruch zur Moderne und dessen Folgezeit. Wir alle sind als soziale Geschöpfe Bedingungen unterworfen, die wir nicht selbst hervorgebracht haben. Und dies gilt auch für die Bedingungen, unter denen Judenhass hervorgebracht wird. Ethne ist der Begriff, der nach Auschwitz wiederentdeckt wurde, um die in Misskredit gebrachten Ausdrücke Volk und Rasse zu ersetzen. Weswegen mir ja auch wegen der Rufe »Wir sind das Volk« bereits schlecht wurde, als sie 89 auftauchten. Max Webers Konzept von Gemeinschaft geht auch auf das Konzept von Stammesverwandtschaft ein, die dem der Ethnizität nahe kommt. Ich
zitiere aus Wirtschaft und Gesellschaft. Der Stammverwandtschaftsglaube kann, ganz einerlei natürlich, ob er objektiv irgendwie begründet ist, namentlich für die politische Gemeinschaftsbildung, wichtige Konsequenzen haben. Wir wollen solche Menschengruppen, welche aufgrund von Ähnlichkeiten des äußeren Habitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerung an Kolonisation und Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft hegen, derart, dass dieser für die Propagierung von Vergemeinschaftung wichtig wird. Dann, wenn sie nicht Sippen darstellen, ethnische Gruppen nennen, ganz allerlei, ob eine Blutsgemeinschaft objektiv vorliegt oder nicht. Von der Sippengemeinschaft scheidet sich die ethnische Gemeinsamkeit dadurch, dass sie eben an sich nur geglaubte Gemeinsamkeit, nicht aber Gemeinschaft ist, wie die Sippe, zu deren Glauben ein reales Gemeinschaftshandeln gehört. Die ethnische Gemeinschaft, im hier gemeinten Sinn, ist demnach demgegenüber nicht selbst Gemeinschaft, sondern nur eine die Vergemeinschaftung erleichterndes Moment. Sie kommt der allerverschiedensten, vor allem freilich erfahrungsgemäß, der politischen Vergemeinschaftung fördernd entgegen. Wenn also von Ethnisierung oder das Resultat Ethnizität die Rede ist, muss so ein Rekurs auf Abstammung vorliegen und das Judentum darf nicht auf eine Glaubensgemeinschaft reduziert werden. Dies ist ja auch weitgehend in der jüdischen Geschichte der Fall, wo ja von Am Israel, also Volk Israel, die Rede ist. Auch vor der Diaspora, dem Exil, haben sich selbstverständlich die Juden mit ihrer Umgebung ausgetauscht und selten abgeschieden oder völlig abgeschieden von der Umgebung gelebt, während sie doch gleichzeitig so etwas wie ein Kollektivbewusstsein bewahrt haben. Sie trugen halt ihre Identität im Buch oder der Tora-Rolle mit sich. Sie hatten auch ursprünglich eine eigene Sprache, Riten, Symbole und es gab zumeist einen Kern des Jüdischen, der von der Mehrheit als originär jüdisch anerkannt war. Und wichtig ist, dass das nicht starr und statisch war, sondern Tradition. Das heißt, Tradition in dem Sinne, dass sie ständig erweitert wurde und auch durch ständigen Austausch mit der Umgebung und durch innere Auseinandersetzung. In einer Kritik an Voltaires, also dem berühmten Aufklärer, der übrigens kurz vor seinem Tode dann doch noch den Pfarrer ins Todesbett holte, worüber sich Friedrich der Große, der Preußenkönig, so lustig machte. Also in der Kritik an Voltaires judenfeindliche Äußerung schreibt Isaac de Pinto, ein in Amsterdam lebender jüdischer Ökonom. Ein portugiesischer Jude aus Bordeaux und ein deutscher Jude aus Metz erscheinen als zwei Wesen einer unterschiedlichen Natur. Darum ist es unmöglich, vom Verhalten der Juden im Allgemeinen zu sprechen, ohne tiefer ins Detail zu gehen und die jeweiligen Unterschiede zu beachten. Der Jude ist ein Chamäleon, das all die Farben der unterschiedlichen Klimata, in denen er lebt, der verschiedenen Völker, mit denen es Umgang pflegt, und der unterschiedlichen Regierungen, unter denen es lebt, annimmt. Wenn Monsieur Voltaire gemäß dem Prinzip der Vernunft gehandelt hätte, wie er es vorgibt zu tun, dann hätte er angefangen, die anderen Juden von den Spaniern und Portugiesen zu unterscheiden, welche sich niemals mit der Masse der anderen Söhne Jakobs vermischt oder verbündet haben. Die Verhaltensweisen der portugiesischen Juden sind sehr verschieden von denen der übrigen. Die ersteren tragen weder Bärte noch irgendeine außergewöhnliche Kleidung. Die Reichen unter ihnen leben kultiviert und vornehm mit den anderen Nationen Europas zusammen und unterscheiden sich von diesen nur durch ihren Glauben. Eine solche Argumentation findet sich also zur Zeit der bürgerlichen Revolution in Frankreich, durchaus aber auch in Deutschland, wo Schriften, so heißt das damals, zur bürgerlichen Verbesserung der Juden durchaus oft zu vernehmen sind. Man kennt sicherlich den Titel von Christian Wilhelm Dohm, der dies dann von Pinto und anderen übernommen hat. Es wird so argumentiert, dass das schlechte Benehmen und der Charakter der Juden
nichts mit ihrer Religion zu tun hätte, sondern mehr doch mit der jahrhundertelangen Verfolgung und Unterdrückung. Und tatsächlich gab es auf der einen Seite eine Homogenisierung der Juden, auf der anderen Seite gab es auch eine Schere von Arm und Reich. Es gab immer mehr arme Juden und weniger privilegierte Hofjuden, Bankiers und Großkaufleute. Es gab natürlich durchaus auch Hüter der jüdischen Tradition, die sich darum bemühten, die Einflüsse von außen auf ihre religiösen Vorstellungen klein zu halten, was allerdings Grenzen hatte wegen der Mitprägung durch die Umgebungsgesellschaften. Aber von außen kamen ja nun im Rahmen des zur Zeit der Aufklärung entstehenden rassistischen und Völkerlehren nun andere nicht religiöse Einflüsse hinzu. Auch gab es rassistische Vorstellungen in der Kolonialliteratur. Seit der Entdeckung Amerikas nahmen abwertende Vorstellungen gegenüber Schwarzen und Gelben zu, während vorher alle Reiseberichte mehr mit Neugier bedacht waren und man da ganz begeistert über alle möglichen Menschen, die verschieden aussahen, reden konnte. Den Lehren des Christentums widersprachen ja auch diese Vorstellungen von Rassismus, weil die Kirche alle Menschen zu Christen machen wollte. Daher hatte die katholische Kirche noch einige Zeit eine zivilisatorische Funktion wegen ihrer Missionierungspolitik. Aber mit dem Aufstieg des Bürgertums kam ja auch der Protestantismus dazu. In Frankreich war es zum Beispiel ein Hugenotte, der einen sephardischen Hintergrund hatte, also aus einer Maran-Familie abstammte, namens Isaac de la Peyrère aus Bordeaux, der den Monogenismus in Frage stellte. Also, dass alle Menschen aus einem Ort stammen. Was ja vor diesem Hintergrund der rassistischen Vorstellung in der Zeit der Maranverfolgung durchaus verständlich ist, dass man an so etwas erinnert. Die Conversos, also zwangsweise zum Christentum übergetretenen Juden, wussten ja, was es bedeutet, wenn die Menschen in biologisch scheinbar fundamental gegensätzliche Menschen eingeteilt werden. Im 15. Jahrhundert, also das ist Renaissancezeit, wo man wohl erstmalig von Rassismus überhaupt sprechen kann, hatte ja der Priester Alfonso Martinez aus Toledo den Ausdruck Raza aufgebracht, der sich dann gegen die spanischen Juden dann richten sollte. Nicht früher reichte es aus, sich taufen zu lassen, dann war die Sache gegessen. Nun werden die jüdischen Eigenschaften sozusagen zu Rasseneigenschaften. In späteren Generationen war das durchaus lebendig. Die Geschichte von der Arche Noahs hatte ja noch eine andere Abstammungslehre, nach der nur die Nachkommen Sems nach der großen Sintflut übrig blieben. Die Weltkarte war allerdings gegenüber den biblischen Texten in der Zwischenzeit ist größer geworden, sodass man Australien und Amerika allerdings als präadamitisch, vorzivilisatorisch verstand. Trotz dieses Proto-Rassismus war allerdings der spätere Rassismus ein Produkt der Aufklärung. Die Rassetheorien dieser Zeit stammen ja auch nicht mehr von Theologen, sondern von Naturforschern und Philosophen jener Zeit. Die Anthropologie wurde da auch zu so einer Art Leitwissenschaft. Aufklärer, wie der schon erwähnte Dom, verteidigten allerdings die Juden vor den Angriffen der französischen Aufklärung. Ein Zitat von Paul-Henri Holbach: Der Hass und die Verachtung anderer Nationen, die gewiss bei dem großen Haufen der Hebräer sehr stark sind, ist vielleicht nicht sowohl ihrem Charakter als der Lage anzurechnen, in der sie sich befinden. Denn welcher unter
Unterdrückte hasst nicht seine Unterdrücker oder tröstet sich mit der Verachtung derselben, wenn er kann. Diese Lage hat vielleicht dem hebräischen Charakter noch mehr Züge eingedrückt, welche die Voltaires für Nationalbosheit ausgebe. Der Jude ist listig, falsch, betrügerisch. Ja, aber es muss nicht sein, wenn er in unseren Staaten leben will, wo er nichts anderes kann und darf als handeln und doch 5-6 Mal mehr wie der andere Bürger in die Landeskasse eintragen soll. Das ist eine Schrift über den Geist des Judaismus, nicht? Die Aufklärer halten die Taufe, anders als die christlichen Judenhasser des Mittelalters, nicht mehr für ein Mittel der Verbesserung der Juden, wie das damals hieß, sodass immerhin die Juden unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit gleichberechtigte Bürger werden konnten. Der Nationsgedanke in Frankreich war ein anderer, wie wir ihn von C.S. kennen. Der dritte Stand ist die vollständige Nation, heißt das etwa im Cassiothe, also Tiers Etat, also was ist der dritte Stand? Dennoch gab es natürlich auch von den Calvinisten Einfluss auf die Ideologie der Nation. Der Nationalismus in Frankreich entstand in wenigen Jahrzehnten und Worte wie Nation oder Patrie, die vorher nur eine geringfügige Rolle spielten, waren im 18. Jahrhundert plötzlich in aller Munde, während sie vorher noch eine ganz andere Bedeutung hatten. Etwa wurden die studentischen Korporationen des Mittelalters Nationen genannt. Nach innen war Nation durchaus ein vereinheitlichender Begriff und richtete sich vornehmlich, was ich jetzt, gegen den Adel. Erst als dieser funktionslos wurde, verband sich bekanntlich auch der Antisemitismus damit, natürlich auch der Rassismus, sodass die Juden als Gegennation und Gegenrasse konstruiert wurden. Aber da gab es auch regionale Unterschiede. So wandten sich die anti-absolutistische bäuerliche Revolution im Elsass 1789 gegen die Juden. Aber nicht nur die antijüdischen Ressentiments gab es auch bei den Jakobinern aus einem antireligiösen Impuls heraus, aber auch in Opposition gegen die jüdische Emanzipation, wie sie auch in der Nationalversammlung von zum Beispiel Jean-François Rebel vertreten wurde. Insbesondere war es der Elsass, wo es zu der Zeit gewalttätige Übergriffe gegen Juden gab, die als Spekulanten, Schmarotzer, Vampire, Wucherer und so weiter bezeichnet wurden. Dies kennen wir ja auch aus dem 20. Jahrhundert. In diesem Gebiet wohnten die meisten Juden Frankreichs, also im Elsass. Und jede Massenbewegung war gleichzeitig auch gefährlich für die Juden, sodass man die regionalen Differenzen immer berücksichtigen muss. Also auch bei der Aufklärung in Frankreich. Und das nicht wegen der Religion allein, sondern vor allem in ihrer Stellung als Vermittler, Steuereintreiber, Kreditgeber oder Händler. Wir waren ja auch schon auf die wichtige Arbeit von Moïse Postone eingegangen, der diese Mittlertätigkeit für einen wesentlichen Zug des modernen, Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden Antisemitismus analysiert. Allerdings gab es das auch hier schon vorweg. In dieser Zeit übrigens war das auch im Elsass so, dass es bis hin zur Todesstrafe ging, wenn jemand eine Zirkumzision, also eine Beschneidung, praktizierte. Das war nicht im ganzen Frankreich der Fall, aber im Elsass wohnten eben dann doch die meisten Juden. In diesem Kontext steht ja auch die Äußerung des Grafen Stanislas de Clermont-Tonnerre, der liberal, wie er war, immerhin repressive Gleichheit in der Judenemanzipation intendierte. Ich hatte es bereits schon mal zitiert, aber
Es ist ein schlagender Beleg, was er dann sagte. Man muss den Juden als Nation alles verweigern, den Juden als Individuum jedoch alles gewähren. Das sagte er 1789. Dies alles stelle ich hier jetzt nochmal dar als eine der Grundlagen der linken Bewegung, allerdings auch des Marxismus, weil ja dieses Ganze in den französischen utopischen Sozialismus dann auch eingegangen ist. Es gibt da so eine Art fließenden Übergang bürgerlicher Aufklärung, bürgerlicher Revolutionen hin zu den proletarischen Revolutionen, wie man sie vielleicht nennen kann, obwohl sie nicht wirklich gelungen sind, wie wir das nachträglich erkennen können. Aber es gab so einen Umschlag, wenn sie jetzt sprach von dritten Stand, nicht, dann hat sich der dritte Stand dann ja in Bourgeoisie und Proletariat gespalten. Und es entstanden zunächst einmal Handwerkerbewegungen, also so eine Form von Arbeiterbewegung, und die sich dann später während der Industrialisierung dann als Arbeiterbewegung dann konstituierten. Mit vielen Spielarten, also nicht nur die Marxische. Es gab auch anarchistische Bestrebungen und so weiter. Wir werden auch noch ein wenig dann die nächsten Male auch eingehen auf diese Theoretiker dieser Zeit. Saint-Simonisten, Proudhon, nicht? Ein Anarchist, aber auch Antisemit. Diese Leute gehören ja nach Lenin zu den Quellen des Marxismus. Also nicht nur anderer sozialistischer Strömungen. Aber dieser Satz, den ich noch einmal erwähne, man muss den Juden als Nation alles verweigern, den Juden als Individuum jedoch alles gewähren, ließe sich jetzt ja auch auf Israel und auf den Antizionismus übertragen. Nämlich, was man nicht haben will, ist, dass Juden sich organisieren, auch politisch organisieren, um ihr Leben zu erhalten. Deswegen richtet sich das auch gegen die bürgerliche Emanzipation und die bürgerliche Revolution der Juden, die man dann in Israel sich realisiert vorstellen kann. Dies hat sich jetzt ins kollektive Bewusstsein so sehr eingeritzt, dass es bis heute besonders den linken Antisemitismus bestimmt. Dies hatte, wie jeder sich denken kann, auch Einfluss auf die Juden selber, die sich ja modernisieren wollten und neu verorten wollten. In den neu entstehenden bürgerlichen Gesellschaften, nicht nur in Frankreich. In diesem Kontext entstanden ja das Reformjudentum oder heute auch liberal Judentum, wobei Moses Mendelssohn eine große Rolle spielte, der mit einer laizistischen Staatstheorie die Befugnisse der Rabbiner kritisierte. Heute wird ja auch Ähnliches kritisiert, nicht? Wenn andere Gruppen ihre religiösen Auffassungen jetzt gegen den bürgerlichen Staat richten. Später wurden auch im katholischen Raum die protestantischen Pfarrer zum Vorbild für die Rabbiner genommen. Mendelssohn war zwar immer noch in der Tradition verankert, so galt die mündliche Tora, also der Talmud, in den Grenzen des christlichen oder gar säkularen
Staates. So hatte ihm zufolge die Juden zum einen den ewigen Wahrheiten von Gott zu gehorchen, also die Wahrheiten, die für alle Menschen gelten, zum anderen den Geschichtswahrheiten, wie sie in der Bibel festgehalten sind, und dann dem Gesetz der jeweiligen Nation. Natürlich entsteht dadurch in Praxis ein Konflikt zwischen der traditionellen Form des Gesetzes und seinem Konzept des laizistischen Staates. Seine Nachfolger bemerkten natürlich, dass sozusagen unter der Hand das Judentum konzeptuell sich verändert hatte. Was soll es denn noch sein als eine weitere Konfession? So war die Emanzipation der Juden auch so etwas wie eine Religionisierung und Konfessionalisierung des Judentums. Die Nachfolger Mendelssohns sahen das so und strichen das Judentum als Nation. Aber Mendelssohn hielt daran fest, dass die Juden ein Volk und eine Nation seien. Wobei Volk, wie Walter Grab zeigte, mehrdeutig ist und also auch die Menge bezeichnet oder die einfachen Leute. Während Nation mehr von dem lateinischen Nasci herstammt, also geboren werden, die durch Geburt miteinander verbundene Gruppe bezeichnen sollte. Heute wird davor oft auch der Begriff Kultur verwendet. Also wenn in dem Sinne, ich finde es ja abscheulich, Kultur auch noch im Plural verwendet wird, nicht, wenn von Kulturen die Rede ist und nicht davon, dass Menschen Kultur besitzen, nicht? Oder daran partizipieren. Und Kultur als etwas Universelles aufgefasst wird. Manche meinen daher auch, Mendelssohn hätte die Juden nicht als Nation aufgefasst, aber dazu kommt das Wort zu oft bei ihm vor. Und ex negativo bezeichnen ja auch die Antisemiten die Juden als Nation, beziehungsweise noch schlimmer, als Gegennation. Wenn nur Juden ist ja dann nicht mehr in dem Sinne die Rede, dass so eine Rasse neben der anderen, eine Nation neben der anderen ist, sondern sogar noch als, werden als Gegennation, Gegenrasse aufgefasst. Dies ist in gewissem Sinne jetzt also zeitgleich mit dem, was Lenin da die Quellen des Marxismus nannte. Nicht? Das die Aufklärung transformierte sich dann also von einer bürgerlichen zu einer proletarischen. Aber Mendelssohn selber verband ja auch noch etwas anderes damit, weil er das Konzept des erwählten Volkes anerkannte, sodass die Juden dann doch so etwas wie eine priesterliche Nation seien, die durch ihre Einrichtung und Verfassung so etwas wie unverfälschte Begriffe von Gott vorbildhaft vertrete und durch ihre Existenz bereits unaufhörlich lehre und predige, also Vorbild für alle Nationen seien, was ja auch ein wenig an die, also ein wenig von die Ringparabel Lessings vorwegnimmt. Nicht, die dürfte ja allen bekannt sein. Nicht? Bei den Ringen ging es darum, dass ein Vater seinen Lieblingssohn einen Ring schenken wollte, aber eigentlich konnte er sich da zwischen den drei Söhnen, die für die Religionen, die Hochreligionen also, oder Weltreligionen standen, konnte er sich da keinen auswählen, sondern hatte dann also mit den Worten, nicht? Er hat ein paar Ringe nachmachen lassen, und hat sie dann mit den Worten vergeben, dass derjenige, der den echten Ring besitzt, nicht, da würde der Ring dann ihn zu Ansehen verhelfen. Nicht? Also alle würden dann sehen, dass es die wahre Religion ist, bei dem man das an der Religion erkennt, dass es die besseren Verhältnisse schaffe.
Nicht? Also es ging da nicht um Toleranz in diesem Sinne der Gleichgültigkeit, also jeder tue, was er wolle oder so etwas, sondern es soll durchaus auch bemerkt werden können, wenn etwas falsch ist. Nicht? Wir können nur sagen, da haben sich dann vielleicht schon einige Religionen durch ihre Praxis als falsche erwiesen. Nicht? Möglicherweise werden sich sogar alle als falsch erweisen, nicht? Könnte man ja sagen. Man kann jetzt sagen, dass Mendelssohn am Nationsbegriff also festhielt, aber die politischen Implikationen mehr oder weniger ablehnte. Damit wurde die Konfessionalisierung sicher vorangetrieben. Und tatsächlich war es ja so, dass das Judentum in der Zeit vom Volksgedanken abgekoppelt wurde. Leora Badnitzkis Buch How Judaism Became a Religion hat ja dann auch die These vertreten, dass Mendelssohn vor allem in der Jerusalem-Schrift, könnte man es sehen, das Judentum in eine Religionsgemeinschaft nach protestantischem Vorbild gemacht hätte. Auf der anderen Seite verstand er das Judentum dennoch als ethnische Gemeinschaft. So sind Staat und Religion getrennt. Aber das Judentum ist auf das Gesetz, die Gebote zentriert, entgegen einer bloß innerlichen Religion. In etwa so wie die objektlose Innerlichkeit des Sören Kierkegaard. Die Badnitzky zeigt, dass Mendelssohn den Universalismus nicht dem Christentum überlassen wollte. Denn die Allgemeinheit des Menschseins ist weder christlich noch jüdisch, sondern was das Wort besagt, es ist eben allgemein. Das geht natürlich gegen den paulinischen, also von Paulus, den man da aus dem Neuen Testament kennt. Also es geht gegen den paulinischen Glaubenssatz, dass Jesus den Bund der Juden mit Gott vom Partikularismus befreit hätte und daher das Christentum die universelle Religion sei. Aber Mendelssohn kann das nicht akzeptieren, weil das Judentum weiterhin als religiöse Partikularität fortlebt und das Christentum nicht das Judentum in sich aufgehoben hätte. Jede Religion partizipiere also an derselben Allgemeinheit, sei aber nicht mit ihr identisch. Das ist dann eine neue Vorstellung von Laizismus, der Trennung von Staat und Religion, die in etwa den angelsächsischen Vorstellung von David Humes Religionsschrift folgt und einen anderen religiösen Pluralismus, eine andere Form von Toleranz, konzipiert. Aber die Wirklichkeit folgte ja nun nicht Mendelssohns Ideen, sondern verfolgte eigene Ideen der Judenemanzipation, die wir eher als Akkulturation oder Assimilation bezeichnen müssen. Das zielte ab auf eine Massenkonversion und erinnert an die Behandlung der Maranen. Wir hatten das ja schon ausführlicher dargestellt, nicht? Maran ist natürlich eine Fremdbezeichnung, weil das vom Maranos Schwein kommt, was natürlich besonders übel ist, wenn Juden da als Schweine bezeichnet werden. Nicht? Da wurde dann auch schon so manche Judensau durchs Dorf getrieben. Also es geht da also um die Verfolgung der Maranen. Das waren also zunächst einmal, wie bereits dargestellt, die spanischen Juden, widerwillig, aber später dann auch die portugiesischen Juden. Die werden dann auch als Sepharden bezeichnet, im Gegensatz zu den Aschkenasis. Das sind die deutschsprachigen Juden. Nicht? Wenn wir hier in Hamburg und Altona vor allen Dingen gucken, nicht in der Königstraße, jüdischer Friedhof,
Das sind Portugiesen hauptsächlich da, die dort liegen. Also die von den Verfolgungen jetzt des katholischen Spaniens und Portugals geflohen sind. Sehr viele sind dann auch ins Osmanische Reich gekehrt, wie auch schon dargestellt. Dies war natürlich über Jahrhunderte auch im Bewusstsein der Juden, aber auch der Judenfeinde. Aber was geschah jetzt dadurch? Das führte ja zu einer Religionisierung, wie man das vielleicht nennen kann, des Judentums. Das heißt auch eine Entnationalisierung. Wir hören es ja heutzutage immer von, auch vor allen Dingen von Linken, vor allen Dingen aber dann die Antizionisten, dass sie das Judentum, also das ist eine Religion, nicht? Und mit Nation hat das gar nichts zu tun. Das lässt sich aus der jüdischen Geschichte allerdings nicht herleiten. Auch wenn Juden wie Sand solche Dinge dann behaupten, nicht? Dass also ein Freund von Marx, also der Graetz, dies gewissermaßen das jüdische Volk erfunden hätte, nicht? Wir haben ja noch mehr Theoretiker, also im Rahmen der Junghegelianer, nicht? Moses Hess beispielsweise, die auch schon protozionistische Ideen vertreten haben. Nicht? Und nächstes Jahr in Jerusalem ist eine Formel, die seit Jahrhunderten bei den Juden gang und gäbe ist. Nicht? Also immer schwieriger, was ist ein Juden dann? Oh, das ist irgendeine Religion. Das ist doch dann etwas zu einfach und setzt dann bereits schon diese Religionisierung oder Konfessionalisierung des Judentums voraus, statt so etwas dann zu begründen. Das wäre jetzt also ein tautologisches Begründungsverhältnis, das dort vorliegt. Aber bei den Juden war das ja auch nun so, dass die Modernisierungen, die Reformen, ja, von den Juden durchaus gewollt sind und dass so mancher Rabbiner sich vor allen Dingen also protestantische Priester oder Pfarrer, müssen wir ja sagen, Priester heißen sie nur im Katholizismus, zum Vorbild nahm. Das galt übrigens auch im katholischen Raum, dass man da mehr die Protestanten nahm. Die jüdischen biblischen Texte geben ja für so eine Konfessionalisierung nicht viel her, weil ja das Selbstverständnis als Volk oder Nation permanent repetiert wird. Und kaum jemand zweifelte daran, dass sie auch weiterhin durch Geschichte und Abstammung mit allen anderen Juden verbunden sind. Insbesondere in Deutschland waren ja obendrein die Juden nicht wirklich gleichgestellt, weder politisch noch rechtlich. Aber immerhin, es änderte sich einiges. Die Verbesserung der Juden, also dieser Diskurs seit Dom, wollte ja letztlich die Juden zu Deutschen machen. Sie sollten oder zu Franzosen, wenn man es in Frankreich nimmt. Sie sollten in Bildung, Kleidung und Verhalten sich den Christen angleichen. Das Jiddische oder wie das diskriminierend oft gesagt wird, das Mauscheln, sollte aufgegeben werden. David Friedländer, also der in gewissem Sinne ist er ein Erbverwalter Mendelssohns, in vielfacher Hinsicht und
hat ja bereits viel mehr vom Volkscharakter des Judentums aufgegeben und sogar auch Inhalte der jüdischen Tradition aufgegeben. Er selbst bezeichnete sich ja sogar als Deist, also eine Strömung des Theismus zur Zeit der Aufklärung, die davon ausgeht, also Gott hat die Welt geschaffen und dann hat er sich zurückgezogen und dann brauchen wir da eigentlich gar nichts mehr von dem. Nicht? Alles andere müssen dann die Menschen machen. Aber auch Friedländer hatte dieses Entgegenkommen bei den Christen natürlich nur zu Bedingungen, die den Christen gar nicht recht sein konnten, angeboten. Nicht? Wollte also sogar zum Christentum übertreten. Aber nur unter der Bedingung, dabei Jude zu bleiben, könnte man sagen. Aber das bedeutete vor allem, dass die jüdische Abstammung nicht mehr ein exkludierendes, ein ausschließendes Kriterium sein sollte für die staatsbürgerliche Gleichheit. In anonymen Sendschreiben, die David Friedländer also verfasst hatte, erklärte er sogar das Judentum als Nation zur Vergangenheit. Dass er das anonym machen musste, hängt wohl damit zusammen, dass er sich da leicht hätte unbeliebt machen können. Dies führt allerdings dazu, dass die Nichtjuden inklusive der Linken in Verwirrung gestoßen wurden. Denn weiterhin gab es Juden, die an einem ethnischen Verständnis festhielten. Radikale Reformer blieben dann doch in der Minderheit. Und es gab natürlich auch schon Vorläufer wie Moses Hess für einen politischen Zionismus. Dies kann man alles als Folgen der Versuche der Konfessionalisierung bezeichnen. Ich habe hier noch einiges. Und noch ein Streit jetzt unter den Reformern. Israel Deutsch und Abraham Geiger. Abraham Geiger ist ja auch noch, ist auch bekannt geworden durch eine Schrift, was Mohammed von den Juden nahm. Der hat also aufgewiesen, dass die meisten ethischen oder moralischen Imperative sich da schon bei den Juden befanden hatte, die dann Mohammed übernommen hatte. Nicht? Es gibt auch ein Abraham Geiger-Kolleg, also das ist eine liberale Rabbinerausbildung in Potsdam, wenn ich mich richtig erinnere. Und Israel Deutsch war einer, der jetzt diese liberale Richtung dann auch kritisierte. Ich zitiere mal den Philipp Lenhardt. Wie hartnäckig selbst gemäßigt orthodoxe Rabbiner sich auch dann noch den Reformern widersetzten, als ihre Machtbasis bereits geschrumpft war, zeigt die Person des Rabbiners Israel Deutsch aus dem oberschlesischen Beuthen. Am 2. April 1800 selbst, als ältester von 5 Söhnen eines einfachen Rabbinatsassessors unter ärmlichen Verhältnissen in der oberschlesischen Kleinstadt Sülz geboren, hatte sich Deutsch schon von früh an unter väterlicher Anleitung auf die talmudische Lehre gestützt. Der Vater verstarb bereits, als Israel gerade 12 Jahre alt war, und die Mutter hatte alle Hände voll zu tun, um die Familie zu ernähren. Also viel jetzt zu seiner Biografie. Geiger, also als ein streitbarer Gelehrter und Rabbiner, der heute meistens als geistiger Gründungsvater des Reformjudentums
betrachtet wird, machte Ende der 1830er Jahre von sich reden, weil er in seiner wissenschaftlichen Zeitschrift für jüdische Theologie Texte abdruckte, die merklich darauf ausgerichtet waren, das traditionelle Judentum in seinen Grundfesten zu erschüttern. Bereits in der ersten Ausgabe hatte Michael Kreizenach seine Ansichten darüber verbreitet, dass weder die politische kirchliche Form des Judentums göttlich legitimiert, noch die Messias-Erwartung ein Kernelement der israelitischen Glaubenslehre sei. Ob Deutsch diesen oder einen anderen Artikel im Sinn hatte, als er empört an Abraham Moore über die Rabbanim schrieb, ist nicht genauer belegt. Ich habe nur ein Heft der Geschen, so eine Abkürzung, Zeitschrift gelesen und weiß genug, Bequemlichkeit, ungebundene Freiheit, Neuerungssucht und der alberne Drang, alles nachzuäffen, sind die Motive ihres Treibens. Und nun wird alles aufgeboten, das Heilige lächerlich zu machen. Hier sieht man Unglauben mit Fanatismus, der Waffe des Aberglaubens. Mit der Fackel der Aufklärung will man das ergraute, ehrwürdige Gebäude der Religion in Asche legen und auf dessen Schutthaufen ein modernes Judentum aufführen. Ein Judentum, das eigentlich nichts anderes als ein schlecht korrigiertes Christentum ohne Christus und Apostel ist. Soweit die Polemik. Von Deutsch. Aber die Zeit ist schon so vorangeschritten, das wird dann nächstes Mal noch etwas vertieft werden und auf die frühe Entwicklung der Judenfrage in Bezug auf die Linke dann nochmal dargestellt.